Nach dem Treffer jetzt noch reden zu müssen, ist undankbar. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, einmal mehr legt die AfD einen handwerklich schlecht gemachten Gesetzentwurf, der zudem gefährlich ist, weil er für mehr Kriminalität sorgen würde. Und vom Vorsitzenden des Rechtsausschusses sind wir gewohnt, dass er regelmäßig rechtspolitische Debatten schwänzt. Aber dass der Redner der AfD keinen einzigen Kollegen aus seiner Fraktion, aus dem Rechtsausschuss hier ins Plenum mitbekommt, dass sie von den eigenen Leuten so im Stich gelassen werden, das zeigt doch die dünne Qualität dieses Antrags. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist eines der sichersten Länder. Und damit das auch so bleibt, hat die Große Koalition schon in der letzten Wahlperiode viel getan, und wir haben auch viel vor. Zum Beispiel haben wir im Bereich der Prävention mit unserem Förderprogramm für Einbruchsschutz dafür gesorgt, wie alle Experten sagen, dass die Einbrüche in Deutschland zurückgehen. Und dieses Programm haben wir um 80 Millionen aufgestockt. Wir haben das Strafrecht dort, wo es sinnvoll war, etwa im Sexualstrafrecht oder bei den Attacken gegen Rettungskräfte, verschärft. Und vor allem werden wir für mehr Personal sorgen. Wir haben schon in der letzten Wahlperiode 3.000 zusätzliche Stellen bei den Sicherheitsbehörden geschaffen. Wir haben mehr Personal beim Generalbundesanwalt oder beim BGH geschaffen. Und ich hoffe, dass wir im Januar auch zu dem Pakt für den Rechtsstaat kommen und dann zusätzliche 2.000 Stellen für die Justiz schaffen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit solchen Maßnahmen bekämpfen wir sorgen wir für mehr Sicherheit, mit solchen Maßnahmen bekämpfen wir Kriminalität, nicht mit Ihrem Gesetzentwurf. Sie wollen die Leute ja nur wegsperren, meine Damen und Herren. Und heute Morgen, da haben wir das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet. Warum sage ich das? Ich finde, mit guten Bildungseinrichtungen, mit guten Bildungsangeboten, damit verschaffen wir jungen Leuten einen Berufsabschluss und damit eine Lebensperspektive. Das ist für mich nebenbei auch Kriminalitätsprävention. Und deswegen war das Gute-Kita-Gesetz eine wichtige Maßnahme, die wir heute Morgen beschlossen haben. Und der AfD-Gesetzentwurf, der ist, finde ich, nicht nur schlampig formuliert. Auf Seite 1, da schreiben Sie zum Beispiel Fragesteller statt Antragsteller. Offensichtlich war der Text für eine Anfrage geplant. Und Sie zeigen auch allein schon durch Ihre Sprache, wes Geisteskind dieser Antrag ist. Begriffe wie sozialschädliche Gewohnheitsverbrecher, angebliches Verwirken des Rechts auf Freiheit, Bürger mit angeblich angeborenen schädlichen Neigungen, das sind Begriffe, die an die finstersten Zeiten in Deutschland erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen, das will ich hier ausdrücklich sagen. Und auch rechtsdogmatisch ist Ihr Antrag indiskutabel. Für den Strafrahmen maßgeblich ist der Unwertgehalt der Handlung, der durch den Rückfall eben nicht erhöht wird. Aus guten Gründen wurde deshalb 1986 über alle Parteigrenzen hinweg der damalige, vergleichsweise noch harmlose § 48 in der alten Version gestrichen. Ich glaube, das war eine richtige Maßnahme, die damals getroffen wurde. Vor allem aber, und das ist mir der wichtigste Punkt, Ihr andauerndes Misstrauen gegen unsere Justiz. Das ist eine schallende Ohrfeige für alle Staatsanwälte und alle Strafrichter in Deutschland, die oft unter hoher Arbeitsbelastung ihren Dienst tun für die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es ist einfach unerträglich, wie Sie den hart arbeitenden Staatsanwälten und Strafrichtern immer wieder vorwerfen, zu lasch zu urteilen und den jeweiligen Strafrahmen eben nicht auszuschöpfen. In Ihrem Antrag, da sprechen Sie ausdrücklich vom Misstrauen gegenüber der Judikative. Und dieses Dauermisstrauen gegen die Justiz, das ist, wie gesagt, eine schallende Ohrfeige, die die Herabwürdigung, die Arbeit der Staatsanwälte und Strafrichter in Deutschland in einer unangemessenen Weise herabwürdigt. Und das können wir nicht dulden. Und soweit Sie auf den Fall in Straßburg verweisen. Ich war vor wenigen Tagen selbst dort noch mit meiner Familie auf diesem wunderschönen Weihnachtsmarkt. Dann ist das gerade ein Beispiel dafür, dass Ihr Antrag überhaupt nichts bringen wird. Denn die längste Haftstrafe hat der Täter für seine Einbrüche in Deutschland bekommen. Also wir haben eine hart urteilende, eine angemessen urteilende Justiz in Deutschland. Von einer laschen Justiz kann also überhaupt keine Rede sein. Und es war der Gefängnisaufenthalt, der diese Person radikalisiert hat. Das heißt, je länger ich jemanden wegsperre, desto höher ist das Risiko, dass er ins kriminelle Milieu abdriftet und dass er erst eine kriminelle Karriere starten wird. Auch dafür gibt es genügend Studien, die Sie natürlich ignorieren, wie Sie es in Ihrem Antrag auch tun. Insofern, der Antrag ist nicht zu unterstützen. Er wird nichts bringen, sondern im Gegenteil, er würde für mehr Kriminalität sorgen in Deutschland. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Niemer-Mowassert, Die Linke.